What's up, YouTube? Herzlich willkommen, meine Freunde. Mein Name ist Chris Baumann und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier in dem neuen Tag, hier in dem neuen Vlog. Ich habe gedacht, ich nehme euch heute mal wieder mit, denn heute ist Diättag Nummer 3. Was wie wo heute geht, seht ihr dann. Aber ich würde erst mal sagen, starten wir basic-mäßig. Also wie ich aussehe hier, Wolverine am Start. In den Tag rein mit meiner Morning-Routine. Let's go. Jeden Morgen gibt es bei mir erstmal hier 20 ml Apfelessig und Glutamin, gerade für die Verdauung sehr, sehr wichtig. Glutamin zu 15 bis 20 Gramm. Dann kommen meine ganzen Morning-Subs ins Spiel. Sprich, es gibt Kidney-Support, Cholesterol-Support, Liver-Support, Ultra A bis Z, Omega-3, Zink, Vitamin D, 3K2 und NAC. Das Ganze ballere ich mir jetzt rein. Was, wie, wo? Ich hättest du es hier. Wenn ihr das wollt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Hau ich ein extra Video dazu raus. Dazu könnt ihr natürlich auch immer den besten Deal sparen bei Peak mit dem Rabattcode Chris10, immer den maximalen Rabatt. Ich spare mir kurz meine Subs rein und dann sehen wir uns wieder, Leute. Let's go. Freunde, Morning Subs sind intus. Jetzt geht's gleich los. Jetzt ziehen wir uns nur noch an und dann ballern wir oben unseren Power Shake rein und dann geht's auch schon los in den Tag rein. Und Leute, checkt es mal ab hier, den neuen Hoodie. Der ist gestern gekommen und richtig, richtig geil. Wenn wir Glück haben, kommt morgen oder übermorgen nochmal ein Paket. Und das machen wir dann gemeinsam auf. Alter, meine Frisur, ey. Ich sag's euch, ich will erstmal Cap aufsetzen. Lange Rede, kurzer Sinn. Bei Smilodogs natürlich immer den besten Deal mit meinem Rabattcode Chris. Und ja, ich würde sagen, packen wir unsere Taschen so rum. Und dann sehen wir uns gleich oben nochmal beim Power Shake. So, Friends, ihr wisst, ihr kennt's. Brauche ich nichts mehr dazu sagen. Jeden Morgen mein Slimfano in meinen Power Shake rein. Und der wird jetzt ready gemacht. Und dann geht's auch schon auf die Fahrt Richtung Gym, Leute. Friends, Outfit, check. Jetzt fängt mir gleich die Kamera aus. Würde ich sagen, Sitz. Machen Sie es auf den Weg. Und ja, ab heute. Gestern gab es nur noch eine Gummibärchenpackung. Heute gibt es mal, glaub keine. Nur ein Käffchen. Und ja, mal gucken, wie das heute so läuft. Ohne Gummibärchen, weil Coach Teddy hat gesagt, wir ziehen an. Dann ziehen wir ein bisschen an, Leute. Jetzt erstmal ein Käffchen. Ne? 12 Sekunden später. Friends, Kaffee ist auslief. Friends, we are here wieder in GP, Göppingen. Alter, es ist so arschkalt, weil es hat einfach minus 6 Grad. Was ist das? Ich lebe doch in Sibirien hier. Oh, jetzt geht's rein. Lass mich ein bisschen aufheizen und dann sehen wir, was jetzt so geht. So, Friends, jetzt geht's gleich los in mein Cardio Mario. Davor gibt's diesen Stack hier, Slimfan, die zweite Ladung. Noch ein bisschen Hellburner und den Epic Stretch Creatin Beta-Alanin. Und dann stellst du mal 35 Minuten Cardio Mario an. Und ich sag's, ich werde schon wieder flach und dünn. Heute mal keine Gummibärchen, nur einen Kaffee. Mal gucken, was die Form später sagt. Schaut sich später an. Eine Stunde später. Meine 35 Minuten bei Daily Shit erledigt. So, jetzt ball ich mal mit Daily Shit. Bauchroutine mit der Scheibe hier. Da klemme ich hier meine Füße ein. Leute, ganz, ganz wichtig, immer zwei verschiedene Socken tragen, Leute. Mache ich hier einfach die Geschichte hier so. Zack, zack. Und das so 20 Mal. Ich sehe schon wieder aus wie tot. Gesicht sagt Tschüss. Läuft. So, meine Freunde, herzlich willkommen zum Brusttraining. Ihr habt es gesehen, die erste Übung war ganz normal Butterfly zum Reinkommen. Ein bisschen an der V6-Station. Jetzt fangen wir hier an mit der Incline Press. Schön für den oberen Teil von den Titties. Schön gesteigert schon bei den ersten zwei Arbeitssätzen. 75 pro Seite, letztes Mal nur 70 pro Seite. Und ich würde sagen, haben wir noch zwei Stück. Und dann gehen wir daneben, machen Flachbank an der Maschine. Auch eine geile Übung. Let's go. Legs are tied, these hands are broken. Alone I try, with words unspoken. Silent cry, my breath is frozen. With blinded eyes, I fear myself. It's burning down, it's burning high. When ashes fall, the legends rise. We burn it out, a mile. Wen haben wir da? Paul hinter der Kamera auf dem Start, Digga.
Du rettest mein Leben, Digga. Ja, haben wir jetzt geile Videos, oder? Wir sind wieder beim Daily Shit angekommen. Nur noch die warten und dann sind wir durch. We made it zum zweiten. Jetzt heißt auf geht's, ab geht's. Erstmal ins Auto Post-Workout reinballern und dann sehen wir uns wieder. On the way. Ein paar Sekunden später. Leute, Coach Teddy und ich sind sowas von zufrieden, wie das Training heute gelaufen ist. Wir sind jetzt mittlerweile zu Hause. Wir haben jetzt genau 19.15 Uhr zu Pipapo. Und jetzt zeige ich euch mal die Subs, wo ich mir reinballer, wenn ich nach Hause komme. Freunde, Dienstag, 9. Januar, 19.15 Uhr. Jetzt gibt es eigentlich fast die gleichen Subs oder die gleichen Subs wie heute Morgen. Glutamin, Apfelessig, Kidney Support, Cholest Support, Liver Support, Ultra bis Z, Omega 3, Zink, Vitamin D3K2, NAC. Baller ich mir jetzt rein. Wenn ihr was wo wissen wollt, wie was ich dosiere, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und ja, jetzt heißt wieder hier die Taschen auspacken, Wäsche waschen, mich ein bisschen hier rasieren, weil das wächst wieder so wie Unkraut, genau wie meine Haare. Dann ein bisschen chillen, dies, das, und dann machen wir unsere erste Meals heute. Wir sind immer noch nüchtern. Heute gab es nur ein Käffchen und die ganzen Subs, wo ihr gesehen habt. Also läuft, würde ich sagen. Wir sehen uns. Und auch halt den Shake ist nach dem Training, aber den zähle ich jetzt eigentlich nicht dazu. Als feste Mahlzeit noch nichts. Wir sehen uns dann, wenn ich fertig bin, mit dem ganzen Scheiß wieder. We are back on track, Freunde. Wieder dieses Pflaumgedönser abrasiert, falls es jemand juckt. Und hier den Bauch rauschen wieder. Schön. Rasiert. Jetzt geht's meine Meals. Und die zeige ich gleich, wenn sie fertig sind. Mahlzeit 1, dann Mahlzeit 2, 3, 4, 5, 6. Ihr wisst Bescheid. Let's go. Ich bin gut drauf, weil es trägt man Bombe. So, wieder angekommen in der Küche. Mahlzeit 1, Mahlzeit 2, zeige ich. Basic-mäßig 7 Eikler, 150 Gramm Reis. Die kochen gerade schon. Gehen wir hier rüber, hier steht wieder alles ready, zack, 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 ganze Gewürze, Mahlzeit Nummer 2, kocht auch schon 250 Gramm Reis und dann sehen wir uns gleich hier zur Mahlzeit Nummer 1, Eikon Aubach, let's go. 12 Sekunden später. Freunde, hier dampft schon die Mahlzeit Nummer 2, wir haben jetzt hier Mahlzeit Nummer 1, 150 Gramm Reis, 7 Eikler, dazu gibt es dann wieder eine Enzyme und ein GA, gab es wieder davor, gibt es jetzt bei jeder Mahlzeit. Schön wieder aufräumen und dann zu jeder Mahlzeit wird eins gesnackt. Das Ganze wird hier wieder gewürzt. Ihr seht es wieder im Zeitraffer. Wir haben 21.01 Uhr, falls sich jemand juckt. Und fangen wir heute an, unsere erste Mahlzeit zu essen, Leute. Diät und so ist schon hart, weil wir müssen dezent, nicht flach und dünn werden. Ich hau einen Zeitraffer rein und ihr seht das Ganze. Und dann sehen wir uns wieder später zur Mahlzeit Nummer 2 in 3, 2, 1. Die kochende Mahlzeit ist fertig, 21.19 Uhr haben wir mittlerweile und die gibt es jetzt hier, das seht ihr alles im Zeitraffer, schön diesen Beutel da rein und es gewürzt sich dann wieder. Ich würde sagen, Zeitraffer in 3, 2, 1. Freunde, 21.30 Uhr, kurz runter inhaliertes Zeug und jetzt stelle ich nochmal 250 Gramm Reis hin. In der Mikro und in der Zeit hier runter bei Wäsche
Und dann sehen wir uns gleich wieder zum nächsten Meal. Boah, Schulz. Freunde, wir sind angekommen bei der nächsten Portion. Die 250 Reis. Verbrannt. Um 22 Uhr. Genau. Und die snacke ich jetzt einfach nur mit Gewürze. Die nächste geht's wieder mit Eiklar. Dann würde ich sagen, let's go. Halleluja. Cause times like these don't come and go. But two hearts in a billion. Singing Halleluja. So, 22:08 Uhr. Ist kurz runter inhaliert. Und jetzt warten wir auf die nächste Portion. Ihr hört schon das Brummen. 250 Gramm Reis. Und in der Zwischenzeit gehe ich runter, trinke einen Shake, so wieder 60 bis 80 Gramm. Mache wieder den Shaker voll. Ungefähr, wenn das der Shaker ist, so voller Proteinpulver. Snack das raus und nehme ein bisschen Beeren und trinke es runter. Und das war's dann. Von unten, dann sehen wir uns gleich wieder zum nächsten Meal. 20.33 Uhr. Nächstes Meal steht an, 250 Gramm Reis, 7 Eiklar. Und das Ganze wird jetzt wieder mit Gewürze inhaliert, schnapoliert, attackiert. Und jetzt wird schon den Fall drauf machen. 3, 2, 1. Kurz runter inhaliertes Zeug. Und jetzt warten wir auf unsere nächste Portion. Und da habe ich mir fette große Portionen 300 Gramm Reis hingestellt. Und die tun wir dann auch nochmal inhalieren, schnabulieren und attackieren. So, Freunde, wie gesagt, jetzt gibt es die 300 Gramm Reis. Und die snacke ich jetzt wieder mit Gewürze. Und danach war es. Wir haben 23 Uhr Quell. Somit heiß. Beende ich auch diesen Tag, diesen Vlog. Ihr seht es natürlich wieder im Zeitraffer am Ende. Und ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Jetzt gehen wir langsam in die. Okay, ich verschwätze. Heiße Phase nach 3 Tagen. Nein. Ich habe ein bisschen weniger gesnackt, weil ich ein bisschen relativ spät angefangen habe, weil ich noch lange unterwegs war. Kann auch mal vorkommen. Machen wir nicht wild. Morgen ein bisschen mehr, weil übermorgen steht wieder Rücken an. Also lange Rede, kurzer Sinn. Danke fürs Einschalten. Danke für den kranken Support. Das heißt, nicht normal, diese Wolverine-Fleiße zu sehen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Vlog. Und vielleicht gibt es was Neues oder News. Also stay tuned, Freunde. Why don't we call it love? Yeah. Sing it back to me, sing it back to me now. Doch noch entschieden, 23.53 Uhr. 250 Gramm Reis mir hinzustellen und die fette Portion hier schön zu inhalieren, schnapulieren und attackieren. Und dann bin ich raus für heute, Leute. Viel Spaß weiterhin im Zeitraffer. Danke nochmal fürs Einschalten. Lass es sich leben und niemals ohne mein Ziel. Ich schließe die Tür des Apartments.